Ja, hallo zusammen, willkommen aus dem Tempel von Orsir. Und wir standen ja hier noch, ich habe euch noch eingeladen zu meinem Stream und jetzt gehen wir da mal rein. Eine Etage tiefer, hallo sagen. Wo seid ihr denn alle? Da sind doch schon die ersten Arschlöcher. Schnauze. So, das hätten wir. Ja, wie gesagt, ach, hör auf, ich krieg schon wieder Schaden. Leck mich am Arsch. Ja, wenn diese Folge kommt und ich richtig rechne, ist es Montag. Und vielleicht fahrt ihr am Freitag gerne an meinem Stream. Vermutlich werde ich das komplette Wochenende streamen, gehe ich davon aus. Also Freitag, Samstag, Sonntag. Ich muss gestehen, ich habe gerade sehr viel Spaß beim Streamen. Ich streame ja hier auch auf YouTube und nicht auf Twitch, weil ich mir einfach. Also ich muss sagen, ich kriege hier mehr Bandbreite, was auch die Qualität meines Erachtens nach des Streams besser werden lässt. Bei Twitch kriege ich ja maximal 6 Mbit. Und ich möchte eigentlich möglichst hohe Qualität bieten. Ich weiß, viele sagen hier Twitch viel, viel besser, lalala. Mag sein, für mich persönlich nicht. Warum habe ich mir das da drüben nicht angeguckt? Viele Funktionen bei Twitch sind definitiv besser. Aber ich habe für mich festgestellt, dass komme ich überhaupt durch? Ja. Dass ich auch vom Lag her mittlerweile bei YouTube dass das sehr gut funktioniert. Das war mal eine Zeit lang anders, wobei jetzt muss man halt am Freitag sehen. Die meisten streamen ja auf Twitch. Das könnte für mich in dem Fall ein Vorteil sein. Was willst du? Ja, mach doch. Yay! Das hat sich ja mal richtig gelohnt. Die meisten streamen ja auf Twitch, weil es ihre angestammte Plattform ist. Ich habe auch einen Twitch-Account und habe da auch mal ein paar Mal drauf gestreamt. Allerdings so den, dass ich wirklich Spaß am Streamen gefunden habe, ist jetzt erst in letzter Zeit passiert. Eigentlich so richtig, seitdem ich dann Final Fantasy VII mit wirklich einem festen Zuschauerstamm durchgespielt habe. Da habe ich erst so richtig angefangen, damit daran Spaß zu empfinden. Also wirklich Spaß. Ich habe natürlich auch so mal zwischendurch gestreamt, klar. Und das war auch. Alter, was ist hier los? Ist hier echt lila Time oder was? Es war jetzt das dritte lilane Teil in 2 Folgen. Es beängstigt mich da ein Stück weit. Ah, einen weiter schreien. Na, siehst du wohl, das wird jetzt Aua machen. Da bin ich mir recht sicher. Deshalb maschen wir hier mal ein Portal auf. Safety first und so. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an hier. Stark. Hallöchen, Freunde. Alter, wer rotzt denn da schon wieder so einen Schaden? Okay, war es das? Dankeschön. So, blau. Das grüne wollte ich eigentlich nicht haben. Egal. Inspiration hat Stufe 8 erreicht. Ulsadas Erlass hat Stufe 15 erreicht. Das finde ich okay. Kann ich mit um. Da ist noch eine mal Lebensgedöns. Hier hast du nicht gesehen. Ja, ich muss sagen, das Stream jetzt so macht jetzt echt Spaß. Ich hätte ja auch schon lange Grim Dawn streamen können, lalala, hätte ich alles machen können. Aber ich gestehe, ich streame echt lieber Story-Spiele. Ich habe also bei Final Fantasy VII Remake, habe ich wirklich von Stream zu Stream, um das mal sozusagen echt auch ein Stück weit, wie nennt man das, ja, entgegengefiebert. Hallo Freunde. Alter, was ist denn hier los, bitteschön? Aua, 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 hau ab! Hau ab! Bin ich tot? Jo, ich bin tot. Was war das denn? Alter Schwede! Da hätte ich jetzt ja damit gerechnet, dass ich die Prügel beziehe, wenn ich den Schrein mache.
Aber da habe ich jetzt gar nicht gesehen, wer oder was mir da eben schön die Fresse poliert hat. Aber das gucke ich mir jetzt an, halt, bevor ich da rein darüber springe. Habe ich ehrlich gesagt ein bisschen gepennt. Aber gut, was willst du machen? Ist halt wie es ist. Passiert, scheiße passiert. Ich reg mich da jetzt auch gar nicht drüber auf. Nein, nein, nein. Nicht so wie ich es gestern bei Final Fantasy tat. Alter, da war ein Bossgegner. Da habe ich gedacht, so, Alter, wer hat denn den da hingestellt? Und ich weiß auch ehrlich gesagt, ich wollte das heute nochmal nachgucken. Wer bist du eigentlich? Du hast mich gekillt? Nee, wollte ich sagen. Das halte ich jetzt aber auch nicht für sehr wahrscheinlich, dass du mich gekillt hast. Ist jetzt gut? Ist jetzt gut. Habt ihr es jetzt? My inventory is full. Na, das finde ich jetzt nicht gut, ne? Aber es war zu erwarten, weil ich hatte nicht so viel Platz geschaffen. Aber wir können hier mal so schwupp und schwupp machen. Und so. Und dann weitergehen. Hallöchen. Ach, das Scheißding. Also, wenn ich mich zurecht erinnere, habe ich an das Scheißding echt beschissene Erinnerung. Und habt ihr... Ach, scheiße. Scheiße, Freunde. Wir gehen mal rein. Scheiß drauf drauf. Nee, das Ding kann ich gar nicht angreifen. Alter! Ich muss hier mal eben was umstellen. Sonst... Alter! Ja, nee, das war klar. Das war saudumm, weil ich nicht umgestellt hatte. Ich wollte Angriffskill machen. Aber ich kann mich daran erinnern, dass ich den Penner da unten nie geschafft habe. Oh, das wird eine Sterbefolge, Freunde. Ich glaube, das wird eine Sterbefolge. Zumindest einmal werde ich das noch testen. Einmal werde ich das noch testen. Der ist scheiße. Da kann ich mich genau dran an diese Blitzdinger. Kann ich nämlich auch, glaube ich, gar nicht angreifen. Ich kriege kein Angriffssymbol dafür. Nicht die Bohne. Hallo, Arschloch. Hallo, ich bin wieder gestunt. Ich hasse es, gestunt zu sein. Und ich habe wieder nicht. Ich habe wieder nicht. Ich bin so blöd. Alter, wie doof bin ich eigentlich? Oh nein, das war eine rhetorische Frage. Darauf will ich keine Antwort. Habe ich irgendwas gegen Blitzwiderstand oder für Blitzwiderstand? Einfrierungsdauer kann helfen, das ist, aber das ist Blitzwiderstand. Packen wir da 450 Sekunden, okay. Wir packen gleich gegen das Stun, und, aber ich glaube, das Stun wird nicht wirklich... Ich glaube, der Sack stunt und ups. So, 1, 2, 3, 4, 5, das sollte passen. Umstellen. Aber mit 30% mehr Blitzwiderstand den Arsch retten, wage ich auch zu bezweifeln. Aber okay, letzter Try. Ob das dann funktioniert, ist eine ganz andere Geschichte. Wo waren das hier? Einfrierungsdauer weniger, Blitz weniger. Feuer interessiert mich nicht. Kältewiderstand packen wir auch nochmal on top. Und dann auf geht's. Mehr als elendig Kügel beziehen können wir auch nicht. So könnte es möglicherweise was werden, dass wir ihn packen. Ah, knapp. Nochmal rein und gut ist. Dann geben wir ihm. Ich hoffe, dass er nicht wieder volles Leben hat. Wenn er das wieder hat, dann war das die Nummer. So, kürzere Einführungsdauer, Blitzwiderstand und auf. Was habe ich gemacht? Was soll denn der Schwachsinn? Hä? Was will ich hier? Nein. Nein, ich will hier raus. Was soll denn der Scheiß jetzt? Ich habe meine Tränke genommen. Was soll der Rotz? Ich will hier raus.
Habe ich Tränke wirklich schon genommen? Ich habe die wirklich schon genommen. Ich will hier raus, verdammte Scheiße. Los. Ach Mann, ey, ist das ein Scheiß. Ich bin aus Versehen hier reingerannt. Ist das zum Kotzen, ey. Ich will hier doch einfach nur raus. Das ist doch schöne Kacke, ist das doch. Ja. Ganz toll. Komm, bringt mich um. Bringt mich um. Kann doch nicht so... Habt ihr es, danke. Ganz toll. Jetzt habe ich nämlich keinen Blitzwiderstand mehr, wenn mich nicht alles täuscht. Doch, den habe ich noch. Muss ich gucken. Ey, so ein Rotz. Da wollte ich nicht da rein. Der wird jetzt aber vermutlich wieder volles Leben haben und damit hat sich dann die Nummer erledigt. Ich dachte beim letzten Mal, also als ich hier... Ich weiß jetzt auch nicht, wo ich diese Tränke bekomme. Und ich muss gestehen, ich habe jetzt auch keine Lust zu suchen. Ah, ich probiere es. Ja, mach du nur weiter. So, hier, so, schwupp, rein. Hast du wieder volles Leben? Nein, hast du glücklicherweise nicht. Ich sehe schon wieder, ich habe hier nicht aufgepasst. So. Arschloch. Habe ich den Penner endlich getötet? Ich hatte ihn beim letzten Mal schon nicht getötet, deshalb finde ich es jetzt umso schöner, dass es gelungen ist. My inventory is full. Aha, Questfortschritt. Moment, ich brauche Platz. Ja gut, Sterben für Anfänger haben wir heute Abend nochmal gemacht. Aber gut, scheiß doch der Hund drauf, ey. Ganz ernsthaft, was ist das denn hier? Eine lilane Pistole, ein Träumchen. Ich habe keinen Platz mehr, um hier irgendwas wegzupacken. Da kommt mythisches Archiv, La, Eloriels Auge. So, was haben wir da? Da haben wir nix. Da ist auch noch eine Kiste. Ja, da bin ich beim letzten Mal mit einer Regelmäßigkeit gestorben, die sich schon... Da ist ein Büchlein, das wir aufgenommen haben, oder? Nur die Frage, wo es hingepackt hat. Erweitertes Wissen, das kannten wir auch noch nicht. Das war noch neu für mich. Ja, was soll ich sagen? Shit happens, oder wie heißt das so schön? So, damit haben wir diese Quest, welches auch immer war, abgearbeitet. Wir könnten uns das ja... Genau, wir können uns mal eben zurückporten noch in dieser Folge. Das machen wir jetzt mal. Und dann, da ist immer noch questtechnisch irgendwas, sehe ich gerade. Komme ich hier irgendwo... Ach, Jungs, echt jetzt nicht. Ich habe gerade Blitzi Blitz getötet. Wir brauchen euch auch noch mehr. Danke. So. Ja. Ich weiß schon. So, mal eben zurück hier. Nein, das war nicht ganz richtig. Hier zurück. Haben wir doch zumindest heute Abend noch eine Quest erledigt. Das ist immer erstmal gut. Aber die Frage ist, wo ist die abzugeben? Das ist die nächste Frage. Bei ihm zumindest nicht. Wo habe ich die abzugeben? Da ist auf jeden Fall noch eine neue Quest. Die können wir uns auch mal hinstellen. Ja, so oder so ähnlich. Da ist auch noch eine neue. Well, look what we've got. Ein kluger Mann hat mal gesagt, wo es einen Kampf gibt, kann man... Ja? Ich, du Idiot. Ja, ist ja okay. Was? Siehst du, das hast du verstanden. Genau, das meine ich. Hanne, lass mich noch kurz nachdenken. Ja, mir fällt ein, dass ich etwas für dich habe.
Ja, ist klar. Was auch immer. Du hast mir jetzt eigentlich nichts Tolles gegeben, außer EP, was mich jetzt nicht nach vorne gebracht hat. Wo soll ich denn diese fucking Quest abgeben? Das Auge bei Raikan im Konklave der Drei. Dann sind wir hier komplett richtig. Ach, halt die Fresse. Dann sind wir ja genau hier richtig. Ach da, alles klar. Warte mal. Habt ihr nicht... Was? Warte mal. Was will der? Uns wurde befohlen, hier auf unsere Initiation zu warten. Bist du nicht deswegen hier? Ach ja. Doch, deshalb bin ich hier. Bereit für alles, was du mit uns vorhast. Was immer nötig ist, damit wir ein... Also, was soll es sein? Eine Bestie töten, einen geistigen Wettstreit, oder? Ja gut, ihr Lieben, aber das machen wir nicht mehr in dieser Folge. Ich bedanke mich erstmal für euer Zuschauen und sage bis zur nächsten dann. Tschüss.